In der Sendung haben wir uns aus ganz Nordrhein-Westfalen Lieblingsrezepte zusammengetragen. Wir reisen ins Bergische Land. Ins Ruhrgebiet. Wir fahren ins Rheinland. Und wir beginnen am Niederrhein. Und dafür brauchen wir für das erste Rezept eine super starke, kräftige, wohlschmeckende Fleischbrühe. Und die setzen wir jetzt an. Come on, come on. Good food. Für die Brühe brauchen wir ein schönes Stück Beinfleisch. Das ist quer durch das Rinderbein geschnitten. Und das Tolle daran ist, dass da jetzt ein Stückchen vom Markknochen dabei ist. Ja, und ich mache etwas, was ich bei meiner Mutter gelernt habe. Nämlich eine Zwiebel anbräunen. Und das lassen wir jetzt richtig anrösten. Das gibt einen super Geschmack. Ich habe jetzt die beiden äußeren Blätter von der Lauchstange abgemacht und gewaschen. Denn die sind sowieso nur für den Geschmack. Die wird man nachher nicht essen. Darauf lege ich jetzt das Fleisch. Und diese Möhren, wenn die so jung sind, dann muss man die nicht schälen. Mit einem Tapfkratzer aus Edelstahl kann man die Haut ganz dünn abreiben. Das ist wunderbar sparsam. Und ich schäle den Sellerie dünn ab und schneide ihn nur in grobe Stücke und lege das ebenfalls in den Topf um das Fleisch hier herum. Außerdem kommt rein Lorbeer, 3-4 schöne Blätter von dem frischen. Und ich habe hier die Gewürze. Da habe ich Pfeffer, Pfefferbeeren, Wacholderbeeren, Pimentkörner und Senfkörner. Und eine kleine Nelke. Und das in die Pfanne geben und röste die ein bisschen mit an, zusammen mit der Zwiebel. Und dann geben wir das zusammen in den Topf. Wenn die Senfkörner anfangen zu springen, wie man jetzt sieht, dann muss man aufhören. Und dann gieße ich auf mit kaltem Wasser. Es soll alles großzügig bedeckt sein. Wir brauchen ja ordentlich Brühe. Und Gewürze und Zwiebel dazu. Auch die Schale hier, die geben wir ruhig mit rein. Denn in der Schale stecken auch nochmal Farbstoffe und die wird die Brühe schön golden. Und dann bringen wir das langsam zum Kochen im offenen Topf. Diese Geschmacksstoffe nicht wegschütten, sondern ablösen. Sieht man, was da für eine Hitze ist. Und nun natürlich Salz, das ist ganz wichtig. Das Fleisch wird auslaugen, wenn wir kein Salz reintun. Das dauert jetzt aber eine Weile, bis es langsam zum Kochen gekommen ist und wir den Deckel auflegen können. Und jetzt runterschalten, damit das Fleisch nicht richtig heftig kocht, sondern langsam und leise gar zieht. Und zwar unterm Deckel. Und dann setzt sich nachher der Schaum und die Brühe wird klar. Also nicht abschöpfen. Und wir fahren jetzt ins Bergische Land und dort gibt es eine andere Spezialität, die wir schon mal gezeigt haben. Pinnekuchen, liebe ich sehr. Mit Rötsch. Jetzt zeigen wir Ihnen zwei ganz besondere Arten von Pfannkuchen. Ich mache Pillekuchen. Piller, das sind kleine, feine Kartoffelstäbchen. Die werden in den Pfannkuchenteig eingebacken. Und bei mir ist der Pfannkuchenteig selbst was Besonderes. Für den Rötsch genannten Pfannkuchen brauche ich nämlich Buchweizenmehl. Das haben wir in anderen Zusammenhängen schon kennengelernt. Das ist eine Knöterichart, eine sehr genügsame Pflanze, die auch in der rauen Bergwelt des Bergischen Landes zurechtkam. Aber nicht nur der Buchweizen ist das Besondere, sondern hier wird mit Kaffee angegossen. Das ist natürlich eine völlig verrückte Geschichte eigentlich, aber die Bergländer sind ja Kaffeeliebhaber der besonderen Art. Und jetzt wird mit einem Viertelliter Kaffee, heißem Kaffee, einem guten Teelöffel Salz und 250 Gramm Buchweizenmehl ein dicker Teig angerührt, der nachher mit zwei Eiern verflüssigt wird. Also wenig Eier, das Spiel ist im Bergischen Land auch normal, weil Eier sind kostbar, das konnte man verkaufen, selbst wenn man eigene Hühner hatte, hat man die nicht verschwenderisch gebraucht, sondern hat darauf geachtet, dass man mit möglichst wenig auskommt. Nochmal zu den Pillern zurück. Dafür braucht man eine Reibe, so eine ganz normale Gemüsereibe. Und da gibt es ja drei verschiedene Stärken von Streifen. Also Piller sind keine Julienne, so schmale, keine Pommes frites, sondern
eben hier dieser Mittelweg, das sind ungefähr 3 bis 4 Millimeter breit. Und auf der gleichen Stärke nehme ich dann die Zwiebel, die wird auch gehobelt zu den Kartoffeln. 2 mittelgroße Zwiebeln und dieses wird sofort vermischt, damit wir da nicht lange warten und die Sache mit Luft in Berührung gelangen lassen, wird sofort vermischt mit 2 großen oder 3 kleineren Eiern, damit und gewürzt mit Salz. Beim Salz nicht sparsam sein, wir haben ja sonst keine andere Zutat, also kein Speck oder sowas noch Salz hergeben würde und natürlich Pfeffer. 2 gehäufte Löffel Mehl und das ist es dann, das ist der Teig. Also da muss man nicht abwiegen, sondern da ist man einigermaßen großzügig. So, und jetzt verrühren. In der Zwischenzeit habe ich diesen festen Teig mit auch 1/4 Liter Wasser verdünnt. Und jetzt habe ich den Schneebesen noch zur Hilfe genommen, um die letzten Knötchen schön aufzulösen. Dann kann es noch 10, 15 Minuten quellen. Die Knötchen lösen sich dann übrigens auch beim Quellen auf, wenn man ab und zu mal dazwischen immer wieder durchschlägt. So, jetzt gebe ich einfach eine dünne Schicht von diesem Pille-Teig in die Pfanne. Schön gleichmäßig verteilen und möglichst nur in einer Schicht, damit die Kartoffeln auch gleichmäßig gar werden. Und auf keinen Fall zu heiß, weil sonst die Kartoffeln außen verbrennen und innen noch glasig sind. Und das ist ja sehr unangenehm. Und wenn Sie dann sehen, dass schon an der Außenkante sich braune Bratstellen zeigen, dann ist der Moment gekommen, dass man den Pillekuchen wendet. Entweder stellen Sie fest durch Rütteln, dass er ohnehin schon wunderbar auf der beschichteten Pfanne schwebt. Oder Sie nehmen so einen Gegenstand, mit dem man das vorsichtig loslöst. Und dann machen Sie entweder hier diese berühmte kühne Nummer, ne, das war ein doppelter Salbe, das brauchen wir nicht, und wenden sie in der Luft oder eben mit Hilfe dieser Sache. Und dann auf der zweiten Seite genauso knusprig braten. Dann sind die Pille auch wirklich gar. Und am allerbesten schmecken die Pillekuchen natürlich direkt frisch aus der Pfanne, wenn sie noch knusprig sind. Und dazu isst man klassischerweise Rübenkraut. Das gibt man sich hier in solchen wunderbaren dekorativen Linien oben drüber und dann hat man Eat Art. Ja, sehr schön. Und ich gebe in die Pfanne jetzt kleine Speckscheiben, dünn geschnitten. Und die dürfen ein bisschen darin angehen und leicht anbraten. Kommt noch ein Stückchen Butter dazu. Das ist gleich unwiderstehlich. Ja. Und in meinen Teig rühre ich jetzt 2 Eier. Wer übrigens will, kann den Teig auch noch pfeffern oder mit ein bisschen Cayennepfeffer schärfen. Das ist jedem überlassen. Man kann aber natürlich auch ganz einfach die schlichte, alte Art, bewährte Art des puren Genusses belassen. Jetzt ist der Teig schön zäh flüssig geworden. Ja, das ist das Wichtige bei Buchweizen. Den muss man einfach wirklich lange quellen lassen. So, jetzt kommt er mit einer Suppenkelle in die Pfanne. Soll ich ein bisschen drehen? Und was wichtig ist, ist, dass man... Nicht zu viel, ja, es reicht schon, reicht schon, reicht schon. Weil was jetzt... Also ich finde sie ja dünn besser als dick. Ja, aber zu dünn dürfen sie auch wieder nicht sein, dann sind sie wieder nicht saftig. Und nun werden dünne Scheiben von Zwiebeln hier auf die Oberseite gehobelt. So. Und die lassen wir jetzt schön ein bisschen angehen. Jetzt gleich ist es soweit. Ich habe ja jetzt hier einen Deckel zum Wenden, oder wie wagst du das in der Luft? Auf geht's. Ja, jetzt mache ich auf dicke Hose und dann landet es auf dem Herd. Nein, es hat schön geklappt. Gut. Und jetzt darf auf der anderen Seite, dürfen die Zwiebeln bräunen. Und damit sie appetitlichen Buttergeschmack bekommen, würde ich jetzt hier noch ein bisschen Butter zerschleichen lassen. Ganz sanft. Na, schon sehr verlockend. Ja. Das ist ja überhaupt das Besondere, gerade bei diesen einfachen, ja, wenn Sie so wollen, so sogenannten Arme-Leute-Gerichten, die aus wenigen Zutaten sind, aber die immer gute Qualität waren. Weil wenn man sie hatte, dann waren sie eben nicht verhunzt durch irgendwelche falsche Fütterungen, falsche Schnellreifung und all diese schrecklichen Dinge, die uns die Neuzeit gebracht haben.
Und dann kam er mit den wenigen aus und konnte ganz besondere Genüsse erzeugen. Ja, das ist, hast du völlig richtig gesagt. Das ist eben, früher war sozusagen ja auch alles Bio. Ja. So, jetzt ist es aber, glaube ich, soweit. Und hierzu gibt es natürlich, also man kann das auch mit Rübenkraut essen, aber ich glaube... Oder Apfelmus. Oder Apfelmus auch, ja. Und so sehen die Pillekuchen aus, wenn man sie als kleine Portionsküchlein macht. Und wenn man sich umguckt in der Kulturgeschichte des Kochens und in der ganzen Welt mal nachschaut, dann findet man in Frankreich genau diese Art von Küchlein und die heißen dann Paillasson. Und hier habe ich jetzt so ein Rötsch schon mal aufgeschnitten und ein bisschen abkühlen lassen. Ganz sieht er natürlich schöner aus. Und wie schmeckt er? Mhm. Also merkst du, dass da Kaffee drin ist? Nee, aber die Bitterkeit. Ja, und so eine Kaffee Würznote. Das ist drin. Ich habe dir jedenfalls zur Verstärkung noch mal einen Kaffee gebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe dazu doch ein Bier vor. Okay. Jedem das seine. Passt aber gut dazu. So, und das sind jetzt unsere Pillekuchen. Und ich finde die köstlich. Toll. Sehr gute Idee. Unser niederrheinisches Rezept ist eine grüne Bohnensuppe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Na, also eine grüne Bohnensuppe. Wobei die grünen Bohnen in diesem Fall keine grünen Bohnen vom Strauch sind, sondern Schneidebohnen oder Schnibbelbohnen. Schnibbelbohnen, die sind genauso verarbeitet wie Sauerkraut. Mit Salz werden sie fermentiert. Es bildet sich Milchsäure und die konserviert die Bohnen und macht sie im Übrigen vitaminreicher. Und haltbar natürlich auch. Ne? Wir fangen an mit Speck und geben dort hinein eine gewürfelte Zwiebel, helfen dem Speck ein bisschen, indem wir auch ein Tüsschen Öl rangeben. Dann lassen wir das ein bisschen angehen, damit die Zwiebeln zart bräunen und der Speck ein bisschen knusprig wird und sein Fett rauslässt. Geschmack auch entsteht. Und geben dann auch relativ schnell Kartoffeln dazu. Die habe ich so Zentimeter groß gewürfelt. Schön ist, wenn Sie eine mehlige Sorte nehmen. Erst die Möhren, die brauchen Achtung, nicht, dass ich dich verletze. Schauen wir uns das mal an. Die sieht aber gut aus. Und sehen Sie, wie schön klar die ist, weil wir eben nicht den Schaum abgeschöpft haben. So, das wird jetzt ein bisschen gesalzen und den Lauch geben wir in Scheiben dazu. Guck mal. Das ist eine richtige Goldaugenbrühe. So muss sie aussehen. Und wir holen jetzt die Beinscheibe raus, lassen sie ein bisschen abkühlen, damit wir sie würfeln können. Das ist wunderbar zart, saftig, tolles Fleisch. Und ich gebe jetzt einfach hier von der Brühe so viel drauf, dass alles bedeckt ist. Und dann den Deckel drauf und dann zugedeckt auf kleinem Feuer 20 Minuten 25 weich kochen. Und jetzt reisen wir ins Ruhrgebiet und da gibt es Schweinepfeffer mit Kartoffelmöhrenstampf. Also für mich ist dieser Möhrenstampf einfach der Wahnsinn. Martina, machst du mal den Deckel auf? Ich habe das jetzt klein geschnitten, das Fleisch. Ja, das ist genau der richtige Augenblick. Jetzt kommt das Fleisch rein und es kommt die Buttermilch rein und wir rühren alles noch mal ordentlich um. Und es kommt Bohnenkraut rein, ein paar Spitzen von einem zarten Bergbohnenkraut. Eventuell muss man es noch herausnehmen, weil die Blättchen ziemlich hart sind. Jetzt haben wir die Markknochen. Du möchtest was knabbern. Ich habe auch schon ein Brot getoastet. Dann kriegst du nämlich auf das geröstete Brot den Inhalt vom Markknochen. Ich kriege ein bisschen vom Sellerie. Ich schneide nämlich den Sellerie nicht in kleine Würfel, sondern lasse sie richtig in großen Stücken, die ich dann nachher noch mal ein bisschen würzen kann. Und mit ein bisschen Petersilie bestreut. Und das gebe ich mir nämlich dann auch aufs Brot. Ich kriege auch ein bisschen von der Blutwurst oder der Flönz. Und in unserem nächsten Rezept geht es nämlich tatsächlich darum. Im Rheinland in Köln, da isst man den kölsche Kaviar. Genau, mit gerösteten Kartoffeln. Das ist auch was Tolles. Wunderbar.
Köln hat eine besondere Spezialität, den Reibekuchen. Wir wollen ja die Rezepte der Region nicht eins zu eins zeigen, sondern wollen sie ein bisschen bearbeiten und moderner machen. Moderner, leichter, eleganter und benutzen, wenn es dann nötig ist, auch moderne Küchentechnik. Und damit geht auch alles viel schneller von der Hand. Und wir versprechen, sie schmecken mindestens ebenso gut, wenn nicht sogar besser. So, und dieses nennst du jetzt Reibekuchen. Naja, also Reibekuchen würde ich dazu jetzt nicht sagen. Ich würde das jetzt ein Kartoffelküchlein nennen. Und dafür habe ich eine mehlige Kartoffel in dünne Scheiben gehobelt und dann Scheibe für Scheibe in eine beschichtete Pfanne setzen und dabei darauf achten, dass die Scheiben immer schön übereinander greifen und dadurch, dass sie Stärke beinhaltet, dann haften sie schön aneinander. Also da braucht man gar keine Angst zu haben. Dass ich habe gerade geläutet hier sozusagen mit dem Messer auf die Schüssel gehauen. Um auch wolltest zu sagen, du eine Rede halten? Ich muss mal sagen, dass ich hier eine Soße mache für Blutwurst. Blutwurst oder Flönz, wie man in Köln dazu sagt. Oder Kölscher Kaviar, obwohl es gar nicht wie Kaviar aussieht und auch nicht so schmeckt. Ja, warum das so heißt, ist mir nicht ganz klar, aber macht ja nichts. Das ist die Wertschätzung der Kölner für die Blutwurst, ist so hoch wie die von anderen Leuten für den Kaviar. Ja, dann lieber eine gute Flönz als einen schlechten Kaviar. Übrigens habe ich hier schon so eine Rosette vorbereitet. Und jetzt sehen Sie, ich kann die Pfanne schwenken und schütteln und es haftet wunderbar zusammen. Jetzt kann man das mit Schwung drehen. Oh, oh. Dann ist es kaputt. Aber man kann auch gleich, zeige ich gleich beim nächsten, einen Teller nehmen, das auflegen und schadlos wenden. Ich habe die Blutwurst jetzt hier mal angeschnitten und häute sie. Und die ist relativ fest und nicht zu viel Fetteinlagen drin. Und die schneide ich jetzt erstmal längs in Scheiben und dann in Streifen. Diese Streifen werde ich dann in einer Marinade zu einer Art Salat anmachen. Und da sehen Sie, da habe ich eine rote Zwiebel wegen der Farbe fein geschnitten. Dann kommt rein Petersilie, Senf, Salz, etwas Pfeffer. Und weil die Marinade ja nicht sehr stark sein soll, also das ist schon salatartig, aber nicht richtig ein Salat, sondern nur von dieser Essig- und Apfelsaft-Ölmarinade benetzt und nicht drin schwimmen, ganz wenig. Nur so viel, dass gerade nachher alles überzogen ist. Übrigens kann man auch die Scheiben, Kartoffelscheiben, ein bisschen dicker schneiden. Und dann sozusagen wie Bratkartoffeln einzeln schön rostbraten und dann nachher ein kleines Häufchen von dem Salat obendrauf und es als Aperitifhappen servieren. Das sieht hübsch aus und schmeckt auch gut. Dann nimmt man einen Teller, der möglichst genau passt, legt den rein, stürzt es und ein bisschen wieder zusammenschubsen und dann kann man das wieder zurück in die Pfanne befördern. So. Und auf der anderen Seite fertig braten. Und jetzt erst pfeffern und salzen auf die gebratene Seite. Ja, und dann kommt die Blutwurst in diese Salatschüssel. Und ich mische die Streifen vorsichtig mit der Senfmarinade. Und das Schöne ist, wenn jetzt die Wurst auf die heiße Kartoffelrosette kommt, dann fängt sie an fast zu schmelzen, wird weich und zart. Und diese Säure von der Soße, die erfrischt geradezu die Kartoffel. Und dann kannst du mir gleich den Teller von da drüben geben und ich werde dir diese Rosette auch noch auflegen. Siehst du, die habe ich wieder schön zusammengeschoben, obwohl sie mir beim schwungvollen Wenden auseinandergerutscht ist. Und diesen kleinen Fehler, den decken wir jetzt hiermit zu, das merkt kein Mensch. Also ich finde, es sieht toll aus und ist doch mal wirklich eine hübsche Abwechslung, oder? Und die Kartoffelhappen zum Aperitif, die setzen wir einfach auf so eine Tortenspitze. Dann kommt eine Scheibe Wurst drauf. Die wird mit ein wenig Senf bestrichen. Und außerdem werden sie natürlich noch geschmückt mit ein paar Zwiebelringen. Und ein bisschen Grün natürlich, ein Petersilienstück. Und dann isst man das ganz bequem mit so einem Zahnstecher. Zurück an den Niederrhein und zu unserer wunderbaren Bonnesuppe.
Und die ist jetzt gut durchgemischt und erhitzt. Und jetzt endlich kommen die Schnibbelbohnen hinein. Alles nochmal durchwärmen und ordentlich Petersilie drauf. Und dann kann serviert werden. Das ist doch wirklich ein Eintopf der Extraklasse. Oh, das riecht gut. Ja, ich finde, es sieht auch schön aus. Vor allen Dingen das Grün gibt nochmal Frische. Ja, Petersiliengrün, jawohl. Und ich finde, es sieht sehr verlockend aus. Gefällt mir ausgezeichnet. So, ich habe für dich was Weißes. Moment. Und bei mir ist auch was Weißes. Allerdings unten ein bisschen was Goldfarbenes drunter. Ich trinke Buttermilch sehr gerne. Und wenn die schon in der Suppe ist, warum soll man die dann nicht dazu trinken? Ja, wir hoffen, die Rezepte haben Ihnen gefallen und haben Ihnen Lust zum Nachkochen gemacht. Bis dann also. Tschüss. Tschüss.